Ich könnte mir einen Schleifstein aufs Stahlschwert machen, ne? Theoretisch. Warte mal, das machen wir jetzt einfach mal. Davon haben wir ja ein paar Stück, 7 Stück. 10%, 20% der Malmstein, der Schleifstein, weißt du was? Der macht zwar mehr Schaden, ich weiß, ob man das braucht für die Gegner, aber das wäre wieder ein Inventarslot, der frei ist. Das heißt, theoretisch... Moment, jetzt muss ich schauen, Stahlschwert ist das da. Mal schnell und schön schärfen. Genau, wir ziehen den Dolch. Logische Schlussfolgerung. Wir ziehen erstmal das Stahlschwert. Hier hinten sollen ja Kultisten sein, das heißt menschliche Gegner. Ich glaube kaum, dass sie mit mir reden wollen. Korridor, mal die... Oh, ist der groß. Ja, Zweideutigkeiten möchte ich mir jetzt bitte an der Stelle mal sparen. Den Korridor mal nicht, natürlich. Nee, hier ist schon mal nix. Also, entweder haben die gerochen, dass ich komme, oder wir laufen direkt in eine Falle. Hier geht's lang, hier geht's ja überall irgendwo hin. Wo gehen wir denn hin? Wir gehen erstmal, obwohl hier kommen wir bestimmt nach unten in eine andere Etage, ne? Dann machen wir das erstmal. Eine riesen Gruft. Aber wieso ist hier weit und breit niemand? Halle wird betreten. Wieso? Hier ist doch weit und breit nichts. Wollt ihr mich hier, verhampeln? Warte mal, hier hat er mir doch gerade irgendwo noch einen Weg angezeigt. Ach, hier. Na gut. Neue Region wird betreten, der Korridor. Jetzt sind wir da hinten. Und da hätten wir auch durchgekönnt. Hä? Ein riesen Kultistenversteck und weit und breit ist keiner. Kreis des inneren Feuers. Eine Feuerstelle. Also irgendwas scheint hier zu sein, aber sollen wir noch nicht hier sein oder habe ich wieder irgendwas vergessen? Mal hier noch eine Zeichenintensität drauf. Oh, diese friedvolle, entspannte Musik hier drin. Nein, so funktioniert das leider nicht. Das ist falsch. Irgendwo höre ich es auch grunzen. Wie gesagt, kann sein, dass es nur ein Hintergrundgeräusch sein soll. Kann auch sein, dass uns gleich irgendwas anfällt. Da kommen wir her, oder? Genau. Da waren wir noch nicht. Da gehen wir aber später. Jetzt gehen wir hier erstmal wieder zurück. Und hier nach rechts oder nach links. Zum Glück bin ich mächtig eine, oder bin ich, ja, durchaus in der Lage, eine Karte zu lesen, habe ich trotzdem verlaufen. Nein, ich habe jemanden gehört. Jetzt habe ich jemanden gehört. Die haben sich echt weit hinten versteckt in dieser Gruft. Oh oh. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Wahlweise, die haben mich gefunden. Mal den Gruppenstil zu mir. Meine Herrin, Gott zum Gruße. Jetzt haben wir irgendwas getötet. Wir machen hier mal weiter. Stufe aufgestiegen. Das war nicht ganz das, was ich lesen wollte, aber immerhin. Oh, da ist ja noch einer. Der ist weg. Kultist. Oh, der schaut aus wie ein Boss oder so. Kann ich den irgendwie... Ich dachte, glaube ich, den irgendwie noch befragen könnte oder so, aber da haben wir ihn auch schon niedergemacht. Ja, wir haben anscheinend einen Kultistenversteck gefunden. Und auseinandergelegt. Ja, meine Herrin, ich möchte dann einmal zur Kasse bitten. Wie jetzt? 6 Münzen? Der hat sich hier als Chef aufgespielt und nur 6 Münzen dabei? Oder war das der andere? 4 Münzen? Ja, also bitte. Was seht ihr denn für ein erbärmlicher Kultistenhaufen? Na, der hatte immerhin was zu essen dabei. Eine Axt, ein Eisendolch. Noch mehr Überreste? Ach so, gut, das war er hier. Ja gut, das da haben wir einfach mal die Überreste sonst wohin geschmissen. Grünschimmel. War jetzt nicht ganz das, was ich mir erhofft habe, aber hier lese ich nochmal Überreste. Das müssten aber genau, oder das müsste bloß der Dolch gewesen sein. Das war alles? Für die 3-4 Handzwüste habe ich jetzt so einen riesen Umweg gemacht? Ich wäre enttäuscht, wenn es hier nicht noch mehr zu finden geben würde. Eine Halle mit, ach, das war ein Pilz, ich dachte, das wäre der Grünschimmel gewesen. Nicht mal mehr lesen kann ich. Aber gut, das war ja eigentlich auch schon von vornherein klar. Pilze. Warte mal, die Quest war doch jetzt auch schon abgeschlossen, oder? Stand es nicht gerade da? Ja, die Kloaken, genau. Idealen Versammlungsortanhänger für den verbotenen Kult. Warum ist der Kult verboten? Kann man das jemand sagen? Kann man das irgendjemand sagen? Mal, weiß ich hier nochmal zurück in die Quests. Die aktiven Quests mal bitte. Oder den Filter dafür mal ausschalten. Jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wie es heißt. War es die Kultisten oder so ähnlich? Die Bestie, die große Flucht? Nee. Oder einfach nur Kult? Man sollte sich echt wirklich merken, wie seine Quest heißt. Wahrscheinlich habe ich jetzt schon wieder drüber geklickt, weil sie drüber gescrollt. Nee. Komplize, die
die Bestie aus der Kloake. Nee, es müsste die Gorgo gewesen sein. Genau. Die Spur des Sal... Tja, das, Gedächtnis einer Klinge. Geheimer Garten. Also man sieht schon, wir sind im zweiten Akt. Wir haben echt schon sehr viele Quests gelöst und erledigt. Aber irgendwie ist ein Gewicht in Goldwässigrafe. Egal. Auf jeden Fall, ich könnte schwören, es stand da, dass wir die Quest schon abgeschlossen haben, wenn ich mich nicht verlesen habe. Ich meine, wir haben auch ein neues Level dazu bekommen, dass wir dann später, sobald wir wieder raus sind, quasi... Was ist denn hier wieder für eine Geräuschkulisse nach wie vor? Dass wir uns dann natürlich auch... Halt, ich habe doch noch was gelesen, wir waren doch noch nicht fertig. Okay, ich dachte... Ach nee, das Grün war Stufe aufgestiegen. Siehst du, wenn ich ein einziges Mal mitdenken würde und nicht nur seien würde. Meine... Hey, ja, meine Herren, also bitte. Meine Herren, bitte entspannen Sie sich. Wir können doch bestimmt über alles reden, deswegen schlage ich auch gerade auf euch ein. Hat er gerade gesagt, er möchte uns ins Grab vergenussferkeln? Das hat er gerade so gesagt, ne? Ich könnte schwören, dass er das so eins zu eins Ach, der lebt ja noch, deswegen kann ich auch nichts looten. Mach eine Fliege. Okay, siehst du, haben mich zu früh gefreut, es scheint auch noch mehr Kultisten da zu sein. Schön, und ich dachte schon, das wäre es gewesen. Ja, ein bisschen Essen. Also gut betucht sind diese Kultisten nicht. Ich dachte mehr so an, ja, große, dunkle, abgeschottene, prächtige, mächtige Kellerbauten, bei denen man quasi sehr viel mitgehen lassen könnte. Hier ist eine Holztruhe, noch mehr Kultisten. Überraschung. Okay, es war doch kein besonderer Gegner, der da. Und vor allem hält er nicht sehr viel aus. Ich glaube, den haben wir gerade irgendwie durch den Boden geboxt. Nicht, dass er jetzt hier anfängt, rumzubacken oder so. Das bräuchte ich gerade noch. Hier die vier Münzen zu mir. Und hier die vier Münzen zu mir. Das sind haben wir schon... Hä? Die Überreste habe ich doch gerade alle geplündert. Da hatten jetzt alle noch eine Waffe dabei. So genau habe ich wieder gar nicht gelesen. Die Pilze kann ich irgendwie nicht plündern. Schade. Oh, das sieht doch schon besser aus. Eine unbekannte Bombe, ein Diamant, Diamantringe, Gold- und Diamantkette, Gänseschmalz, Münz. Das war ja sehr schön. Haben wir davon noch mehr? Das hat mir jetzt gefallen, da bin ich ganz ehrlich. Hier die Überreste. Genau, da liegen immer die Dolche drin. Alles klar, wollte schon sagen, ich werde doch hier drei Leute noch plündern können. Hier sind wir fertig. Da können wir noch irgendwo hin. Hier waren wir schon. Es geht noch in andere Richtungen weiter, ne? Doch nicht diese Klinge. Diese Klinge, mein lieber Geralt. Wobei er natürlich auch nur die Waffen zieht, die ich ihm quasi zum Befehl gebe zu ziehen. Da mit dem Korridor kommen wir wahrscheinlich noch irgendwo wieder nach unten. Gehen wir erstmal geradeaus. Ne, wir gehen jetzt erstmal in diese Richtung. Komm, wir gehen da schematisch durch. Auch wenn wir nebenbei das Geschoss wechseln. Ist nicht ganz so angenehm, aber was muss das? Boah, ja, was muss das? Muss, meine Herren, Entschuldigung. Na. Ja, wie jetzt? Wir haben den geköpft. Ups. Entschuldigung, war wirklich, also diesmal, also, nee, den haben wir einfach mal komplett auseinandergerissen. Ja, das tut mir sehr leid. Das war's dann wohl mit dem Jungen. Man konnte aber nur drei Leute plündern. Schade, ich dachte, da wäre mehr zu holen. Kreis der leblosen Luft. Ist das ein, oh, ich glaube, ich habe den Boss ach nee, Kultist, ich dachte schon, da stand irgendwas Besonderes. Ich könnte schwören, ich habe gerade irgendwo jemanden gehört, wie er irgendwas anzünden wollte, aber nee, habe mich auch wieder verhört. Klang gerade nach einem Zischen oder so, ein Magier oder so, aber nee. Ach, das war wahrscheinlich der Kreis. Siehst, da einmal müsste man richtig zuhören, nach wie vor. Ein sehr schwingendes Problem meinerseits. Gut, das haben wir. Feuerstelle, Überreste, Überreste. Das heißt, erstmal plündern und danach uns den Kreis anschauen. Aber das Luftzeichen haben wir doch schon. Na, mal abwarten, was damit gemeint ist. Auch der hat ein Bier dabei. Der ist quasi richtig gut dabei. Richtig gut betucht. Und hier mal schauen. Kreis der leblosen Luft. Okay. Zeichenintensität erhöht. Und hier nochmal das Artzeichen erhöht. Alles klar, das ist gemeint. Ich verstehe. Da hinten ist nochmal eine Holztruhe. Und was haben wir dieses Mal? Ach du Schande. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Warte. Pulver? Noch mehr Pulver? Nee, Alchemiezutat. Alchemistische Zutat. Schwefel? Man kann schon fast sagen Bombenbau. Met aus Sotten. Ja, okay, was haben wir hier? Starker Alkohol, qualitativ für Tränke, Weinstein. Starker Alkohol und ganz viele... Nein, ich kann nicht alles mitnehmen. Das ärgert mich jetzt. Muss ich jetzt hier wirklich ein bisschen Sachen brauen oder wie schaut das aus? Schade, dass man die Alchemie-Sachen nicht da mit reinlegen kann, ne? Sekunde, ich hatte doch hier irgendwo eine Feuerstelle. Pass auf, dann müssen wir hier mal ganz schnell schauen, ob wir da irgendwas verbrauchen können.
Neue Talente haben wir auch erworben. Weißt du was, die setzen wir doch direkt mal ein. Oh, die Frage ist bloß, wo setzen wir die ein? Ich wollte erst mal in der Intelligenz schauen. Nee, das können wir erstmal weglassen. Die Bombenherstellung wahrscheinlich auch. Intelligenz, was war das hier? Zeichendauer, Ritual des Lebens, Intensität an Zeichen. Und das ist sowieso komplett egal. Nee, dann machen wir mit den silbernen Sachen erstmal hier weiter, würde ich sagen. Obwohl, wir könnten vielleicht hier erstmal diese Hauptdinger noch mitnehmen, damit wir mehr Resistenzen und so Sachen bekommen, theoretisch. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Weißt du was, das machen wir einfach mal und holen uns diese Sachen später. Das heißt, hier erstmal in die Gewandtheit rein investiert. Und hier müssen wir mal schauen, hier unten waren wir irgendwo stehen geblieben mit den Sachen, ne? Genau. Schaden plus 25 nehme ich gern. Niederschlag plus 30, bleibt nur eins übrig. So, jetzt habe ich aber irgendwo mal irgendwann aufgeschnappt, dass die Bronzetalente, glaube ich, reichen. Oder dass es genug Bronzetalente gibt, um wirklich alle Bronzefähigkeiten zu skillen. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich alles an Bronze durchgeskillt und könnten erstmal von oben anfangen, wirklich stur, stumpf und stupide alles einzusetzen. Auch wenn wir das wahrscheinlich nicht brauchen werden, teilweise. Schwer zu sagen. Fördert den Verzehr eines Mutagens. Interessant. Hier auch. Ein Bronzetalent. Ja, dann, ach, weißt du was, da fangen wir oben einfach mal an und skillen alles der Reihe nach durch. Und schauen mal, ob die Aussage stimmt. Mehr könnte ich jetzt hier erstmal gar nicht anwenden in dem Sinne. Gut, jetzt muss ich hier schauen. Wir könnten ein Öl herstellen. Wir nehmen das Ding. Wir nehmen, da habe ich keinen, da habe ich auch keinen. Obwohl stelle ich, warte mal, ich könnte ein Geisteröl vielleicht auch herstellen. Ne, Geisteröl braucht die gleichen Zutaten, oder? Warte mal, ne, da waren wir gerade. Sekunde, was ist das da? Überzug für Silberklinge. Erhöht den mit einem Silberschwert zugefügten Schaden. Interessant, wie kann ich das denn? Schaut aber sehr schön aus. Ektoplasma jetzt, okay. Leider wollte ich das eigentlich verschieben, aber jetzt müssen wir das ja trotzdem mal ein bisschen durchsortieren. Denn wenn wir sagen, wir machen... Das ist einfach bloß Schaden vom Silberschwert selber. Ja gut, das mache ich natürlich gerne. Aber gelb haben wir einmal hier und einmal hier, damit das wegkommt. Und dann haben wir diese hier. Da können wir einfach mal hier noch einen reinsetzen. Und grün, haben wir noch was Grünes? Ja, hier haben wir noch was einzelnes Grünes. So, einfach mal mischen. Wahrscheinlich nicht ganz sinnvoll, aber Hauptsache ich kann das restliche Zeug noch mitnehmen. Zack. Ausdauer nochmal eine Stunde erhöht. Erhöht die Resistenz gegen Säure und so weiter und so weiter. So, jetzt könnten wir hier aber wirklich mal sagen, pass auf, ich möchte... Ne, was wollte ich noch machen? Ich wollte eigentlich erstmal noch Katzen hier irgendwie herstellen, ne? Katze. Kann ich aber bloß diesen starken Alkohol? Qualitativ hochwertiger Kunststoff? Dass ich da nicht den noch reinsetzen kann oder so? Verringert die Wirksamkeit eines Stahlschwertes. So, das ist ja doof. Ich hätte vielleicht vorher auch lesen sollen tatsächlich. Ja gut, weiße Möwe. Ach, weißt du was, wir machen da jetzt einfach mal eine Katze draus. Und zwar aus dem Gelben. Aus dem Gelben, dann nehmen wir jetzt einfach noch zwei... Ich dachte, Schwefel wäre für Bomben bauen. Ja gut, dann setzen wir hier mal den Schwefel. Nur falls müssen wir den wieder kaufen. Grün haben wir hier erstmal nichts weiter. Gut, dann mischen wir das einmal. Und dann nochmal eine Katze. Habe ich jetzt eine Katze hergestellt? Ich hoffe schon, ich weiß es nicht. Hier nochmal zum Gelben. Die Knochen hebe ich mir auf. Das setzen wir einfach nochmal das da. Wahrscheinlich ist es übelst der Quatsch, den ich mache. Wahrscheinlich ist es sogar sinnvoll, den Alchemietrank so leer, den Alchemiebeutel so leer wie möglich zu halten. So, dann haben wir das. Und hier nochmal ein Nekrophagenöl. Das machen wir jetzt auch einfach mal so. Und dann kann ich noch eins herstellen. Ach, weißt du was, kommt jetzt nie ein fettes Verballern mal gar. Wunderbar. Dann 2 Stunden meditieren, den Rest hinten aufsammeln und danach die Kultisten gar platt machen. In dem Sinne und in der Reihenfolge. Dass mich diese Kultistenhöhle so lange beschäftigt, ist der Wahnsinn. Aber ich glaube, wir sind noch nicht so lange drin. Sagen wir mal allgemein, die Dings beschäftigt mich sehr lange. Die Reise hier einmal durch die Kloaken. Jetzt habe ich hier natürlich wieder nicht dran gedacht, dass das hier alles wieder Platz besetzen wird. Aber ich habe auch nichts mehr, was ich da noch irgendwie zum Brauen reinsetzen könnte. Das heißt, bevor wir dann wirklich in den Sumpf gehen, müssten wir dann nochmal anfangen, hier alles gar wegzuräumen. Warte mal, jetzt zeig mal her. Im dunklen See noch knapp 2 Stunden. Der Malmstein... Alles klar. Ne, dann müssen wir wirklich dann nochmal das Inventar leer machen. Warte mal, dann geht's noch weiter. Geht's da hinten noch weiter? Sehe ich das richtig? Da hinten geht's noch weiter. Na dann. Greift mich einer an? Nein. Das heißt, wir können warten, bis wir wieder was sehen. Gehen hier hoch. Korridor wird betreten. Alles klar. Na? Okay, damit sind wir einmal komplett rum gewesen. Hier ist alles eingestürzt. Dann bleibt noch hier dieser Bereich. Da waren wir noch nicht. Kultist der Löwenkopfspinne. Na, dann gehen wir erstmal zu denen da hinten. Hä, wo sind die denn?
Jetzt haben die mich wahrscheinlich gesehen, dann werden die gleich auf mich zukommen. Wir gehen hier mal rein. Ist hier jemand? Nein, hier ist niemand. Ich warte darauf, dass ich jetzt von irgendeiner Seite attackiert werde, weil ich habe die Namen gesehen und die sind auf einmal verschwunden. Habe ich hier jetzt alles erkundet? Nein, hier ist noch was. Hey, ich hör wie Leute die Klinge ziehen, aber ich weiß nicht, woher die her, wo die herkommen. Region wird betreten, gerufen. Ich muss schauen, wo die herkommen, weil kann ich denen ja hinterherlaufen, warte. Oder denen entgegenlaufen. Geralt, nicht die Klinge loslassen. Ich glaube, die sind in die Richtung gelaufen. Wir schauen einfach mal. Ich muss ja irgendwo irgendwas übersehen haben. Hier vielleicht? Ah ja, die kommen aus dieser Richtung an. Das heißt, irgendwas muss ich da hinten... Du wirst meinen Leichnam erstmal komplett in Ruhe lassen. Gut, da kommen ja tatsächlich ziemlich viele. Ja gut, denn lassen wir mal... Den werden wir erstmal weiterlaufen lassen. Was machen die denn? Was habe ich denn da hinten übersehen, frage ich mich. Na, wirst du wohl... Wollte ich sagen, wir drehen uns hier einmal im Kreis, schlagen den da nieder, machen mit dem da weiter. Ja, ist doch alles kein Problem. Das hat mir jetzt ein bisschen leid getan. So wollte ich den eigentlich gar nicht malträtieren. Das Bier, die Überreste, der wird immer noch als halbwegs lebendig angezeigt. Ein böser Fehler. Hier was zu essen. Hier was zu essen. Wo liegt der letzte? Der liegt da unten. So, die kamen irgendwo von dort unten, habe ich gesehen. Das heißt, die müssen hier rumgegangen sein, höchstwahrscheinlich. Nee, hier kommen wir ja gar nicht rum. Die müssen... Das war noch das falsche Schwert. Die müssen hier irgendwo entlang gekommen sein, eigentlich. Aber wo, fragt man sich. Habe ich hier irgendwas? Ah, hier, genau. Den Part habe ich mir noch nicht angeguckt. Und ich stand hier und dann kamen die hier rumgelaufen. Alles klar, das habe ich übersehen. Das möchte ich natürlich noch gerne überprüfen. Vielleicht gibt es da noch irgendwas zu suchen für uns. Das heißt, hier rum und dann einmal hier in diese Richtung müsste das sein. Genau, hier sind einmal Pilze. Da waren wir anscheinend noch nicht. Korridor wird betreten. Hier müssten die gewesen sein, aber... Nee, da ist auch nichts mehr. Ich glaube, dann sind wir einmal rumgelaufen. Also ich klinge jetzt ein bisschen enttäuscht vielleicht. Also wir haben natürlich sehr viel an Loot und Geld und Erfahrung und alles gemacht, aber trotzdem irgendwie merkwürdig bis verstörend. So ein bisschen. Beziehungsweise dachte ich, es würde jetzt mit dem viel größeren Knall noch enden, dass wir irgendeine unglaublich riesige Verschwörung aufdecken, aber da habe ich vielleicht ein bisschen zu weit gedacht. Wir schauen hier nochmal. Nee, ich sehe keine Quest für irgendwelche Kultisten. Das heißt, ne, gut, dann können wir doch eigentlich hier mal direkt weitermachen. Wunderbar, wunderschön. Jetzt muss ich bloß schauen. Wie können wir hier laufen? Hier brauchen wir ziemlich lange und hier wahrscheinlich auch. Aber links hinten den Gang hoch und dann den Gang eigentlich stur entlang laufen. Okay, gut, dass ich das, was ich gesagt habe, gerade schwer vergessen habe. Hier rum wird das wahrscheinlich passen. Wir werden es rausfinden. Mit dem Silberschwert sind wir halbwegs schnell unterwegs. Was wollte ich? Ich wollte hier lang und dann wollte ich da hinten irgendwo hoch. War das hier? Nein, da hinten war das. Hier wollte ich hoch, genau. Und dann eigentlich nur noch dem Gang folgen. Die Überreste hier, nee, hatten wir schon. Das sind bloß die, ja, zerschmetterten Überreste, wortwörtlich. Dann einmal hier diesen Gang entlang und danach muss ich eigentlich bloß schauen, dass ich oben durch die Kloaken wieder rauskomme. Ihr könnt übrigens aufhören, mich hier anzuknurren. Hier ist so eine Breite, die meint, ich habe jeden Winkel in diesem Versteck schon mehrfach rumgedreht. Alles klar, jetzt können wir wieder nach oben gehen. Haben uns quasi auch um dieses Problem gekümmert. Bevor es wirklich ein Problem geworden ist. Vielleicht hätten wir tatsächlich warten sollen, bis uns jemand wirklich dafür bezahlt. Hier raus aus den Kloaken. Jetzt muss ich nochmal schauen. Wir müssen, genau, zweimal links und dann raus hier. Hier ist die Feuerstelle. Ich war da auf die... Genau, auf die da warte ich, aber weißt du was, ist mir jetzt egal, ich laufe an euch vorbei. Ach ne, jetzt kann ich wieder keine Türen benutzen, die mich angreifen, dann machen wir das zuerst. Na, jetzt komm bitte. Na jetzt, das würde ja wohl jetzt ein Witz sein, oder? Ein sehr schlechter. Ja, gut, wie gesagt, ein bisschen noch Übung, hier ein bisschen Bewegung und so weiter, kann ja nicht schaden. Und die Überreste hier nochmal schön mitnehmen. Oh ja, wir müssen auf jeden Fall einfach mal in unserem Lager ein paar Alchemie-Zutaten einlagern, weil sonst wird das mit dem Platz ziemlich schwierig. So viel Alkohol kann man wahrscheinlich gar nicht kaufen oder so viel Tränke dann im anderen Beutel mitnehmen, wie wir hier Zutaten überall rausklauben. Aber das ist kein Problem. Wir werden das Ganze irgendwo dementsprechend lagern können. Und es regnet. Wunderbar, da werden wir gleich sauber. Nur so zur Sicherheit, auch wenn da gerade Autosave steht bei den Speicherständen. Kann ja nicht schaden, wenn wir da schnell mal selber zupacken, was das Speichern angeht.
Ja gut, klar, 20.30 Uhr, der Mond geht gerade auf, die Sonne geht gerade unter, logisch. Denn wenn man bedenkt, wir haben nochmal 2 Stunden unten meditiert, bis man sich da wieder rauskämpft, das ist natürlich, ja. Aber alles gut, dann gehen wir jetzt hier mal hin. Aber ich würde trotzdem sagen, wir meditieren dann nochmal bis in die Morgenstunden hinein, damit wir nochmal bei Leuwarden und dem Buchhändler vorbeischauen können, damit wir das Inventar noch ein bisschen platzen lassen können. Genau, nein, damit wir im Inventar noch ein bisschen Platz machen können. So rum, ach, der komische Säufer ist auch wieder da. Warte mal, erstmal zu meiner Kellnerin. Die Kellnerin ist da hinten. Habt ihr euch entschieden? Wir haben uns entschieden. Wir möchten erstmal verkaufen. Was kostet denn der Met? Verkaufspreis 2, den hat sie aber auch schon mal, oder? Mahakame Met. Met aus Sodden. Ist das jetzt wieder ein anderer Met oder so? Ach, ich bin mir schon wieder so unschlüssig.